Und dann hat Hannelore die Namensbändchen vertauscht. Hannelore hat ihr totes Baby mit mir vertauscht. Ich bin deine Tochter. Du bist sie. Ja, hier. Legen Sie ab. Ah, da ist sie. Ich komme sofort. Im Vortrag hat es nicht geschadet. Arne, danke, dass du auf Leila gewartet hast. War der Vortrag hilfreich? Ja. Ich habe eins von ihren Büchern gelesen. Die ist die Fachfrau auf dem Gebiet. Wirklich? Ja? Sie will uns ein kostenloses Coaching für den Online-Shop geben. Sie wird anrufen und ihr davon erzählen. Also wenn Annika Pressler euch ein Angebot macht, dann hast du eines richtig gemacht. Glückwunsch. Leila, Arne. Hi. Alles klar mit dem... Das Bild geschenkt. Das Gemälde. Das hat ihn das Hotel gekostet. Offenbar ein Zeichen dafür, dass er es mit seiner Entschuldigung ernst meint. Ich werde ihn trotzdem anzeigen. Gunther, hältst du das wirklich für richtig? Ich halte es für richtig, ja. Du weißt, seine Freundin erwartet ein Kind von ihm und ein Vater im Gefängnis. Das ist ein Albtraum, Gunther. Nicht nur für die Mutter, auch für das Kind. Ich habe das alles miterlebt bei Vincent. Immer und immer wieder verschont. Er hat mir geschadet, wo er nur konnte. Er hat versucht, mich zweimal umzubringen. Ich meine, ich hatte Glück, dass ich damals auf der Bank vor meinem Gutshof nicht erfroren bin. Aber ich habe Angst, dass eure Fehde niemals aufhört. Und wenn du ihm jetzt eine Chance gibst, ein neues Leben anzufangen... Um meines zu verkürzen? Gunther, er wird... ...werden. Genau deshalb habe ich immer so eine besondere Nähe zu dir gespürt. Und ich zu dir. Es geht mir auch so. Ich weiß es erst seit ein paar Tagen. Das ist die Klinik, da muss ich leider ran. Kann das nicht Dr. Stenger übernehmen? Verstehe, ja, dann... Muss ich kommen, klar. Inken? Du hältst mich dann auf dem Laufenden? Mache ich, natürlich. Aber das ist doch... Herr Kielmann, aber warum guckt denn der... Entschuldige, ich kümmere mich nämlich kurz um ihn. Herr Kielmann, freut mich, Sie wiederzusehen. Tot schick, meine Kluft, oder? Ja. So schnell kann's gehen. Na, jedenfalls... Und Ihre Frau. Wie auch immer, es scheint jedenfalls auch anderen Leuten zu schmecken, nicht nur mir. Das freut mich. Frau von Lohn, ich muss los. Sonst gibt's Ärger mit meinem Chef. Ich weiß, zeig es gleich. Was hat er gesagt? Er hat Langeweile. Ja, er vermisst Herrn Pohl und seinen Gästebetreuer, beziehungsweise dessen Unterhaltungsprogramm. Ich sollte mich dringend um Ersatz... Welche Zimmernummer hat denn Herr Kehlmann? 162, wieso fragst du? Willst du mit dem Karten spielen? Viel besser. Vertrau mir. Ich muss noch in die Gärtnerei. Gemütlicher vorgestellt. Gemütlicher? Ja, nimm gestern zum Beispiel. Ja. Als wir gespielt haben, da war es... Und dann auch noch deinem Gartenfest mit deinen Nachbarn. Ja, wenn ich schon mal hier bin, will ich doch meine Mitbewohner zu Gesicht bekommen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Woher hast du diese Energie? Gute Gene. Gute Gene. Ich verstehe doch, dass du deine Ruhe brauchst. Erwartest du jemanden? In der Tat. Hereinspaziert. Heide. Auf. Du kannst es wirklich gebrauchen. Danke, Mama.
Er wird mich anzeigen. Aber es ist in Ordnung. Ich bin froh, dass du das so siehst. Aber es ändert nichts an meiner Entscheidung. Droht. Den Anblick werde ich nie vergessen. Fliegenschild hat mal gesagt, ich wäre nichts als eine Marionette meines Vaters. Wir versuchen, unserem Kind ein guter Vater zu sein. Auch wenn du mich nicht mehr liebst. Auch noch gefragt, was sie mit den ganzen Cupcakes machen soll, die vielleicht übrig bleiben. Du hattest eben den richtigen Riecher mit deinem Energy-Rezept. Ja, das sagt Frau Pressler auch. Die Messe war ein voller Erfolg. Wow, ja, ich weiß, hat mir dein Mann schon erzählt. Ich habe ihn zufällig im Drei Könige getroffen. Ja, und nicht nur das. Ich habe eine Annika Pressler? Was, du kennst sie auch? Mir kennt sie nicht. Ja, sie hat Helen ein kostenloses Coaching für unseren Online-Shop angeboten. Ja, und nicht nur das. Sie hat mir von einer Foodblog... Und ich kümmere mich in der Zeit um den Verkauf. Jetzt geht's aber los, Mädels. Ja, vielleicht sollten wir uns auch mit Anbietern von Backzubehör verlinken. Oder wir bieten das gleich selbst mit an. Ja, das ist vielleicht feiert. Ich bin dabei. Ich auch. Oh je, ich muss noch einen von Gunthers Stammgästen bespaßen. Aber ich komme zurück. Bis später. Was heißt das? Haben Sie den Spaß dran verloren? Spaß ist ja auch nicht alles. Oh, solche Worte aus Ihrem Mund. Bitte schön. Fand ich schlecht. Ja, aber Theo, also wirklich. Sie hatten Ihre Würstchenbude. Dann hatten Sie die... Aber es ist wegen Eliane. Haben Sie sich gestritten? Nein. Im Gegenteil, es ist... Voll. Und da ziehen Sie so ein Gesicht? Nein, aber eine Familie muss man eben auch ernähren können. Was für zwei reicht. Bei Ihnen wird bestimmt niemals ein Kind Hunger leiden. Also für ein bisschen mehr als das Nötigste sollte es aber schon reichen, finden Sie nicht? Eliane hat Ihre Wäscherei. Sie haben doch Erfahrung gesammelt in der Zwischenzeit, hm? Danke, Frau Jansen. Ja. Hey, gut, dass du da bist. Sie war fassungslos, sie konnte es gar nicht glauben. Aber dann haben wir uns umarmt und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie glücklich ist. Und dass ich es schon seit ein paar Tagen weiß. Ist das schlimm? Ja, ich glaube, das war schlimm für sie. Ich musste ans Telefon gehen, weil das Krankenhaus angerufen hat. Und jetzt habe ich so Angst, dass ich alles kaputt gemacht habe. Also, dann fährst du jetzt nach Frankfurt? Ja, natürlich. Diese Messe ist der pure Glücksfall. Sie hatten recht. Und dein super Vortrag hat die letzten Zweifel ausgeräumt. Hör auf, ich war froh, dass keiner rausgegangen ist. Hör mal zu, du hast eine super Rede im Rat, ein Kompliment von einer Frau annehmen. Weil eigentlich Männer dafür zuständig sind, Komplimente zu machen? Herr Lüder, können Sie mir sagen, aus welchem Jahrhundert er stammt? Herzlich willkommen. Oh, natürlich, wenn es was zu feiern gibt, bin ich aber dabei. Super. Vielleicht ist die Idee doch nicht so gut. Ich will Ihnen den Abend nicht verderben. Oder euch. Ja. Dann ist es schade, dass du nicht dabei sein kannst. Ich wollte noch ein Päckchen von ihrem Lieblingskaffee haben. Ja, zwei Packungen von der Espresso-Mischung. Nachschub? Nachschub, ja. So, hast du gefangen? Dankeschön. Ich schreib's auf, ja. Ah, Theo. Carla. Hallo? Hast du gerade eine Versicherung abgeschlossen? Nicht nur eine. Und du einer Zeit für eine private Haftpflichtversicherung und dann habe ich gleich auch noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Warum nicht?
eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dass du auch noch da bist. Dürlich? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur einen ganz dringenden Termin, deswegen bin ich... Ciao! Wo will er denn so schnell hin? Sieht ja fast so aus, als wenn er vor... Was, Theo? Mhm. Naja, auch für ihn kommt mal der Tag, wo es nicht mehr reicht, von 12 Uhr bis Mittag zu denken. Ja, aber kann man sich von heute auf morgen ändern? Theo ist der geborene Luftikus. Heute hier, morgen dort. Das ist seine Devise. Aber ich glaube, mit Frau da Silva, das ist was Ernstes. Er meint es immer ernst, wenn ihn die Leidenschaft packt, ja? Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Weil ich Flickenschild erschießen wollte. Also was nicht hilft, ist, sich hängen zu lassen. In einer kleinen, gemütlichen Zelle im Knast. Ach, Sie sind nicht vorbestraft. Sie haben das Gewicht... Alles so sinnlos. Okay. Was ist mit Ihrem Hotel in Celle, Das gehört fast komplett der Bank. Ich muss ja die Schulden meines Vaters. Wissen Sie, wann ich Sie das letzte Mal so richtig glücklich gesehen habe? Da haben Sie bei der Feuerwehr gearbeitet. Die nehmen doch keinen, der andere mit einem Gewehr bedroht hat. Mein Kind lebt. Kannst du dir das vorstellen? Junge, glückliche Mutter gewesen. Und stattdessen war ich eine junge, kaputte Alkoholikerin. Ich weiß, dass es furchtbar ist, wenn man sein Kind verliert. Ich kenne das, ich weiß das. Aber das gibt ihr doch noch lange nicht das Recht, mir meins zu nehmen. Das ist eine ganz schlimme Geschichte und ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie du dich dabei fühlst. Fragen. Diesmal wirst du Antworten bekommen. Wenn ich mich traue, sie zu stellen. Wenn immer du jemanden zum Reden brauchst, ich bin für dich da. Du hast mir aus der Krise geholfen und diesmal bin ich für dich da. Also, Frau Thies war ja jetzt ihr Leben lang die Mutter für Britta. Ich bin zwar die leibliche Mutter von Britta, aber... Ah, hierher haben Sie sich verzogen. Dachte ich mir fast. Viel Spaß. Ich weiß, Sie wollen Frau Klaasen aus dem Weg gehen. Ich will ihr das ersparen. Ja, das ehrt Sie, dass Sie auf Ihre Gefühle Rücksicht nehmen. Was ist mit Ihnen? Anderswo begegnen. Sie werden ihr sicher mehrfach über den Weg laufen. Das lässt sich nicht vermeiden. Mein Gott, so wichtig ist mir die Feier auch wieder nicht. Wirklich nicht? Das ist ausbaufähig. Okay. Sie haben noch viel Zeit, Theo. Wieso? Mein Vater. Was? Er hält mich für einen Luftikus, der sich nicht entscheiden kann, heute hier, morgen, dort. Als ob ich denn nicht so ein Ego-Trip, der eigentlich das Taum mittlerweile gecheckt hat, dass ich mich verändert habe, dass ich mich weiterentwickelt habe. Aber es ist schön, durch so einen Zufall mal so wirklich mitzubekommen, was der eigene Vater, also für meinen Bruder und mich, erst abgehauen hat, eine neue Familie gegründet, die übrigens auch in die Binsen gegangen ist. Also so viel zu heute hier, morgen, dort. Also wirklich. Er hat doch selbst... Wahrscheinlich hält er sich dann für so eine Art
Vizekönig. Da hat er sie aber geschnitten. Mehr als ein paar Grußworte bei einem Verein lassen sie sich ja nicht unterkriegen. Und lassen sie sich ja nichts einreden. Sie sind klug und begabt und haben das... Nein, ich versuche mich ein bisschen abzulenken. Recherche für Produkte für Schwangere und so. Ich kann. Das klingt doch gut. Und wenn ich nach dem Mutterschutz auch noch Produkte für Babys mit dazu nehme, dann sollte das Ganze ganz gut funktionieren. Du musst doch keine Angst haben. Du hast so viel Kraft. Und ich bin ja auch noch da. Ich freue mich wie verrückt auf mein Enkelkind. Er liebt mich auch, das weiß ich. Ich würde ihm so gern verzeihen. Aber ich kann nicht. Ist echt nicht nach Feiern, Mama. Vergnügen, Herr Killmann. Dankeschön, gerne. Geschichten, in denen eine Frau einem Mann einen... ...gezeigt und ihm einen pomologischen Vortrag über alte Apfelsorten gehalten. Das heißt also, der Apfel war dann sozusagen ein Giveaway zum Abschied. Ganz genau. Ich kann auf Dauer meine Aushilfe nicht so oft alleine lassen. Ja, ich weiß es. Ich brauche unbedingt einen neuen Gästebetreuer, aber jemanden wie Herrn Pohl zu finden, ist nicht so einfach. Was ist schon? Ein bisschen Zerstreuung ist ganz gut für mich. Ich muss nicht dauernd dran denken, wie Mädels mit dem Gewehr vor mir stand. Vielen Dank. Ich konnte nicht widerstehen. Ich dachte, ich bringe meinen Mitbewohnern mal ein bisschen Grün mit. Und was ist das für eine Pflanze? Naja, die stört einfach. Kommt aber nicht mehr an die Kaffeemaschine ran. Ihre Frau mag die Pflanze und ich mag sie auch. Ich finde sie hübsch, aber... Bei einer Zimmerpflanze ist das viel einfacher. Sie ist zu groß und deswegen kommt sie weg. Ja, dann lassen Sie uns doch abstimmen. Ganz demokratisch. Das kennen Sie doch. Hier stehen, hm? Und Sie halten Ihren Sohn für einen Egoisten? Also wirklich, da fassen Sie sich mal an Ihre eigene Nase. Ohne euch alle wäre dieser Tag nie so erfolgreich verlaufen. Und dafür möchte ich euch allen sehr danken. Swantje, noch mit uns zusammen in der Backstube gestanden. Arne, du hast mir die Flyer gebracht, die ich vergessen habe. Und last but not least, Junker und Josef. Dicksten Torten und die gesündesten Cupcakes. Prost, Prost. So, und jetzt... Ich hab mich was wieder gut zu machen bei Helen. Oh, weißt du, dieser neue Job. Mein Rücken muss ich erst dran gewöhnen, glaube ich. Probier's mal mit Pferdesalbe. Pferdesalbe? Sie kommt gar nicht. Nein, aus Rücksicht auf Siegel kommt er nicht. Ist aber anständig von ihm. Finde ich auch. Du Mama, ich habe von Sigrid gehört, dass du nach Frankfurt gehst. Ja, für uns. Okay. Vor ein paar Wochen hat Mama noch das Internet verflucht und jetzt geht sie zu einer Bloggermesse. Ich würde sagen, du machst dich. Kurz, eigentlich bin ich schon weg. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Meines Vaters. Also, wenn Sie glauben, mich bestechen zu können, dann irren Sie sich. Sie können mir das beste Hotel der Welt anbieten, aber anzeigen werde ich Sie trotzdem. Und irgendwann fällt Ihnen ein, dass Sie Ihren Familienbesitz zurückwollen und dann geht diese ganze Fehde wieder von vorn los. Ich will kein Hotel mehr. Und mit meiner Familiengeschichte habe ich abgeschlossen. Wir haben schon geschlossen. Ich weiß. Für Annika Pressler. Ja, ich sag ihr Bescheid. Kann ich sonst noch was für dich tun? Sigrid, ich weiß, das ist... Was hätte ich denn tun sollen? Hast du mich die ganze Zeit belogen? Das habe ich nicht und das weißt du genau. Ich war gern mit dir zusammen. Eingefallen ist. Unsere Freundschaft lag mir immer am Herzen. Es tut mir leid, dass ich alles kaputt gemacht habe.
Ich wollte, du bist längst allein im Laden. Vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst. Ja. Schönen Abend noch. Na, hallo, mein Schatz. Was hast du denn da gezaubert? Ach, ich war auf dem Heimweg noch schnell einkaufen. Na, schaden kannst du doch nicht. Wir machen genau da weiter. Mal, was zu klären ist. Also bitte, was ist so wichtig, dass es nicht warten kann? Wann habe ich dich jemals einen Egoisten genannt? Du hast vielleicht nicht genau Egoist gesagt, aber heute hier morgen... Nicht ernst gemeint. Ach so, nein, stimmt, ich habe das alles missverstanden. Ah, Luftikus ist ja auch zum Beispiel total positiv. Ich kenne dich nun... Dran, im Gegensatz zu dir werde ich nämlich ein hervorragender Vater sein. Ihr werdet älter? Noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ja. Und ich vielleicht wenigstens ein guter Großvater. Opa Torben. Ja, ich habe ihr endlich die Wahrheit gesagt. Ich konnte es nicht länger rauszögern. Die ganze Zeit versuche ich sie zu erreichen, aber sie meldet sich nicht. Aber sie war bei mir im Hotel. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder in Paris. Warum hast du nicht eher mit ihr geredet? Ich habe dich so oft darum gebeten, dich zu schützen. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Die Einsicht kommt ein bisschen spät. Möchtest jetzt lieber allein sein, oder? Das wäre gut, ja. Geh dran. Willst du wirklich ein Hotel kaufen, das den Militzers gehört? Geschichte von vorne los. Das habe ich ihm auch gesagt. Das ist das eine. Und das andere? Ich meine, aus Unternehmersicht ist es natürlich verrückt, aber ich werde das Schlosshotel nicht kaufen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung, Gunther. Indem sie Patrick Militzer ihre Anteile überschrieben hat und... Das ist jetzt mein Beitrag. Du glaubst ja gar nicht, was mir gerade... Bist du ja. Na, weil ich dachte, dass du vielleicht böse auf mich bist. Ja, aber warum sollte ich denn böse auf dich sein? Weil ich es dir nicht gleich erzählt habe. Ich bin gar nicht mehr an den Anrufbeantworter gegangen. Ich meine, ich habe das Telefon auch liegen lassen. Ich bin mit deiner Lore zu sprechen. Sie war vorhin hier. Ja, aber dann konnte ich das nicht und dann bin ich wieder weggegangen.